den Gänsen davon. Das ist schon und jetzt dauert es nicht mehr lange und wir müssen Abschied nehmen. Huh? Nein, ich erkenn's nicht. Mach nichts, ist ja auch schon eine Weile her, dass wir über diese Gegend hinweggeflogen sind. Ja. Ob sie sich freut? Seltsam. Ich kann mich überhaupt nicht freuen. Gunnar, komm mal her! Ich will dich was fragen. Ja, Nils, was ist denn? Können wir nicht langsamer fliegen? Ich will nicht so schnell nach Hause. Ich möchte bei euch bleiben. Bitte, Gunnar. Gut, ich werde Akka sagen, dass wir noch eine Pause einlegen. Hurra! Juhu, wir können noch etwas zusammenbleiben. Wir müssen noch nicht Abschied nehmen. Wir machen es uns heute alle so schön wie möglich. Wir tun nur das, wozu wir Lust haben. Pataki, hast du gewusst, dass er uns bis hierher gefolgt ist? Und mehr hat er nicht gesagt. Nein, ich habe mein Bestes getan, aber er bleibt bei seiner Meinung. Das glaube ich dir. Er kann sehr hart sein. Ich habe ihm ganz deutlich gesagt, dass ich das nicht richtig finde. Ich habe ihm gesagt, dass er meiner Ansicht nach übertreibt. Komm raus und zeig dich, Nils. Ich weiß, dass du da bist. Ja? Du hast mal wieder gelauscht. Du weißt genau, dass ich das nicht leiden kann. Wie viel konntest du von dem, was ich berichtet habe, verstehen? Sag's mir ehrlich. Nicht sehr viel. Ich weiß nur, dass es um mich und das Wichtelmännchen ging. Ich habe das Wichtelmännchen aufgesucht. Ja, stimmt, das hat er. Aber er war nur ganz kurz bei ihm. Das Wichtelmännchen hatte keine Zeit. Es war gerade wieder dabei, ins Haus einzuziehen. Bei der Eiche war es ihm zu kalt. Wenn das Wichtelmännchen wieder in euer Haus einzieht, dann kann das eigentlich nur etwas Gutes bedeuten. Pataki? Komm, es ist besser, wenn wir gehen. Ja. Ich möchte zu gern wissen, wie viel der Kleine wirklich mit angehört hat. Ja, ich glaube, er sagt die Wahrheit. Wenn er sagt, dass er nichts gehört hat, dann hat er auch nichts gehört. Gemeinheit! Ich weiß genau, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich sehe es doch an ihren Gesichtern. Da ist doch etwas geschehen, was ich nicht wissen soll. Vielleicht weiß Pataki wirklich nichts, das könnte ja sein. Du willst mich doch nur trösten. Hältst du mich eigentlich für einen Dummkopf? Manchmal ja und manchmal nein. Sehr komisch. Komm lieber mit. Ja, gern. Was soll ich? Ich soll hinter Pataki herfliegen und herausfinden, was er vorhat? Nein, das kann ich nicht. Das ist unmöglich. Pataki hat mit dem Wichtelmännchen gesprochen und will mir nicht sagen, was dabei herausgekommen ist. Pataki wird schon seine Gründe dafür haben. Nein, die hat er nicht. Nun komm schon, Marty. Hehehehe, was fällt dir ein? Du kommst doch zu spät. Bildest du dir etwa wirklich ein, ich flieg ihm hinterher? Du musst. Ich muss überhaupt nichts. Ich verlange endlich, dass du aufhörst, mich herumzukommandieren, als wärst du noch der Hütejunge und ich die Hausgans. Ich gehöre zu Akka von Kepne Kaises Wildgansschar. Nein, Moment mal, Martin, du gehörst mir. Seit wann bildest du dir denn das ein? Haben dich meine Eltern aufgezogen oder nicht, hä? Ja, das haben sie. Deine Eltern waren immer sehr gut zu mir und deswegen bin ich ihnen auch sehr dankbar. Von dir kann ich das allerdings nicht gerade behaupten. Ich nehme an, ich muss dich nicht erst daran erinnern, was du so alles mit mir angestellt hast, mein lieber Nils. Ich muss man aber anscheinend daran erinnern, dass er dir das Leben gerettet hat. Ja, einmal, aber 100-mal hat er mich gequält. Papa hat mir alles erzählt. Du bist nicht mehr mein Freund. Lass ihn, Krümel. Geht es euch gut, Kinder? Ja. Von mir aus kannst du bleiben, wo der Pfeffer wächst. Was hat er nur? Habe ich mir doch gedacht. Jetzt geht's nach Hause und dann nimmt er die alten Gewohnheiten wieder an. Nicht, bitte nicht, warte. Oh.
nicht umkehren, der Wald ist so unheimlich, bitte, bitte. Das ist mir ganz egal, darauf kann ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Es geschieht Ihnen recht, wenn uns etwas passiert. Du Krümel, wollen wir uns das Haus mal ansehen? Komm mit, los! Wozu denn? Wo bleibst du denn, Krümel? Ich komm ja schon! Hör mit diesem Theater auf! Guck das nicht da oben! Guck, 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 guck! Und was soll da sein? Es ist doch weit und breit nichts zu sehen. Nein, guck, guck ganz schnell noch mal hin. Ich guck da hin, aber ich sehe nichts. Kali! Weg! Verschwindet! Lauf, Krümel, versteck dich! Schnell! Lauf nach draußen, Krümel! Schnell! Raus! Kräftig mit den Flügeln schlagen. Gut gemacht. Und jetzt kommt meine Kleine. Martin! Wo hast du Nils gelassen? Ist er immer noch böse? Zwei Eulen, zwei ganz große, die flattern und hacken auf ihn ein. Ich komme. Zeig mir den Weg. Aber schnell. Halt! Die Maus kann ja sprechen. Sieht gar nicht aus wie eine Maus. Was immer es ist, es lief weg wie eine Maus. Vielleicht doch. Nein, 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 ich bin keine Maus. Was wollen wir denn mit ihm machen, wenn es ein Wichtelmännchen ist? Dann essen wir es auch. Ja. Ich bin ein Junge. Ich bin Nils Holgersson aus Spermenhög. Dieses komische kleine Wesen redet wie ein Mensch. Wer weiß, vielleicht ist es einer. Umso besser. Ich wollte mir schon immer mal einen Menschen schnappen. Sehr gut. Eule! Ja! Kannst du das erkennen? Es ist viel zu hell für meine Augen. Oh, die beiden sind aber sehr groß, findest du nicht? Habe ich dir was anderes gesagt? Wenn ihr das Wichtelmännchen nicht auf der Stelle freilasst, dann wird es euch verzaubern. Hm? Ah, er kann euch ganz leicht in einen Ackergaul verzaubern. Ja. Ackergaul gefällt mir sehr gut. Auf dem Acker leben die meisten Mäuse. Die wir dann gar nicht mehr brauchen, weil uns die Menschen füttern. Oder ihr verzaubert euch in eine Maus. In Maus? Das wird er nicht tun. Er wird sogar zusehen, wie ihr von euren eigenen Eulenfreunden aufgefressen werdet. Das bringt er bestimmt nicht über das Herz. Weiter, Martin. Das machst du gut. Seht euch nur den Hamster an. Er ist auch verzaubert worden. Er war früher viel größer. Ja, das war ganz schlimm, ganz furchtbar. Guckt mich an. Ich wurde ebenfalls verzaubert. Seht, ich war einmal ein Adler und zeitweilig sogar ein Schwan. Deshalb der Mut. Und jetzt ist er eine armselige, dicke Hausgans. Hm? Abracadabra, Simsala. Komm schnell! Du zitterst. Martin, du bist ein wundervoller, großartiger Held. Ach, wenn dieser Held doch nur aufhören könnte zu zittern. Martin, was hätte ich ja schon gut. Wenn du nicht gekommen wärst, was hätte ich dann nur gemacht? Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht, Nils. Sehr große. Wenn du doch nur nicht immer weglaufen würdest. Da hast du gerade noch mal Glück gehabt, Nils.
der arme Nils. Er muss sich wirklich sehr schämen. Ruh dich jetzt erst einmal aus, Nils. Und erhol dich von dem Schrecken. Ja, darf ich wieder unter deinem Flügel schlafen? Ja. Nils. Nils. Akka, warum schläfst du nicht? Ich muss mit dir reden. Sei so lieb und komm mit. Die anderen müssen es nicht unbedingt hören. Du hast gesehen, dass Batake und ich miteinander gesprochen haben. Du weißt auch, dass es in diesem Gespräch um dich ging und um das Wichtelmännchen. Ja. Batake hat vom Wichtelmännchen erfahren, dass du wieder ein großer Junge werden kannst. Genauso wie du warst, bevor du verzaubert wurdest. Ja, ist das wirklich wahr? Aber du musst dafür etwas tun, was dir schwerfallen wird. Was? Sag mir doch endlich, was ich tun muss, Akka. Ich tue alles, ganz egal was. Nils, was ich dir jetzt sagen muss, ist nicht einfach für mich. Die Bedingung ist, dass Martin sterben muss. Was? Du musst ihn rechtzeitig zum St. Martinstag zurückbringen, damit er auf dem Markt verkauft werden kann. Du weißt, was das heißt, Nils. Nein. Nein! Ich tu's nicht! Nein! Nils! Nils! Martin, die Hausgans, ist zum Helden geworden. Nein. Nein. Nein, das kann ich nicht. Das bringe ich nicht fertig. Und dann bleibe ich lieber immer so klein wie ein Däumling. Versteckt! Er weiß doch, dass er sich nicht unerlaubt von der Gruppe entfernen darf. Und was tut er? Er läuft weg. Wo würdest du dich verstecken, wenn du ein Mensch wärst? Das allerbeste Versteck auf der ganzen weiten Welt ist eine Hamsterhöhle. Nils gräbt sich bestimmt keine Höhle. Wenn du ein Mensch wärst, wo würdest du schlafen wollen? Auf dem Rücken natürlich. Manchmal auch auf dem Bauch und hin und wieder auf der Seite. Ich meine wo und nicht wie. Ich kann Martin nicht zu Hause abliefern. Ich bringe es nicht fertig. Nicht, wenn er am St. Martinstag geschlachtet werden soll. Nils! Nils! Ich verlange, dass du dich auf der Stelle meldest, Nils Holgersson! Ja, was ist? Na, endlich! Du bist es, Martin. Ach, Martin, weißt du, dass ich dich ganz, ganz lieb habe? Bist du krank? Du wirst dich doch hoffentlich nicht erkältet haben. Nein, ich bin nicht krank. Du musst sehr schlecht geträumt haben. Ja, das habe ich. Habt ihr euch jetzt lang genug unterhalten? Was ist Akka? Wie soll es weitergehen? Akka! Wir brechen auf. Sofort. Ihr habt gehört, was Akka sagt. Wir brechen sofort auf. Thank you.
Du hast dich so verändert. Lass ihn endlich mal in Ruhe, Krümel. Ich kann ihn verstehen. Er hat Angst. Und außerdem hat er schlecht geträumt. Dass er sich gar nicht freuen kann? Es dauert nicht mehr lange, dann ist er so groß wie früher. Vielleicht will er das gar nicht. Die Reise mit den Gänsen hat ihm sehr gut gefallen. So wie mir. Und ab morgen geht es uns noch besser. Ich komme wieder nach Hause und du kommst zurück in deinen Käfig. Was? Tust du mir das an? Ist es wahr, was Martin sagt? Bei uns Hoftieren hast du jedenfalls nichts zu suchen. Er spielt sich auf, als hätte er jetzt über mich zu bestimmen. So, das war eine meiner letzten Wasserlandungen. Wenn du endlich mal nicht mehr Landung zu diesem Gewackel sagen würdest. Versuch ruhig, mich zu beleidigen. Bald ist es sowieso vorbei, denn bald sind wir ja wieder zu Hause. Ich freue mich schon darauf. Du darfst nicht mehr nach Hause zurückkehren, Martin. Was sagst du, warum denn nicht? Ich meine, wir sollten lieber hier bleiben. Es ist doch so schön bei den Wildgänsen. Niemand kann mit uns schimpfen und keiner verbietet uns etwas. Könntest du das mir zuliebe noch einmal wiederholen? Wir sollten mit ihnen weiterziehen. Wenn du das unbedingt willst, dann musst du es allein tun. Denk doch an all das, was war. Ich denk an all das, was kommt. Und was ist, wenn du geschlachtet wirst? Mich schlachten deine Eltern doch nicht. Dazu sind die doch viel zu nett. Und außerdem würde ich einfach davonfliegen. Wer es geschafft hat, von Westwemmenhoek nach Lappland zu fliegen und zurück, der bringt es mit Leichtigkeit fertig, über einen Bauernhof hinweg zu fliegen. Sobald ich merke, dass mich jemand fangen will, werde ich meine Schwingen ausbreiten und davonschweben. Ich bin nicht mehr der kleine dumme Martin, der ich einmal war. Ich bin eine Berühmtheit. Du denkst nur noch an dich, du redest nur noch von dir. Hast du schon mal gefragt, ob Dauenfein unbedingt nach Hause möchte? Es könnte ja sein, dass sie bei Acker bleiben will. Und deine Kinder? Hast du die schon mal gefragt, ob sie ihre Freunde verlassen wollen? Natürlich wollen sie es. Mir haben sie gesagt, dass sie gern Wildgänse bleiben wollen. Was? Nein, das ist nicht wahr, Nils. Das kann nicht stimmen. Daunenfein. Warum hast du das gesagt? Du weißt genau, dass es nicht stimmt. Ich kann Martin nicht nach Hause bringen, aber ich darf dir den Grund nicht sagen. Selbstverständlich nicht. Ich bin ja auch viel zu dumm, um ihn zu verstehen. Wer wird denn auch einem kleinen Hamster vertrauen wollen? Ihr Menschen seid ja so klug. Hör auf, Krümel. Ich hab dir doch gesagt, dass es nicht geht. Es geht nicht. Martin, ich hab nicht gewusst, dass es was Ernstes ist. Mann, weißt du schon mal was? Ich weiß immerhin so viel, dass man mit dir heute nicht vernünftig reden kann. Ich will nicht, dass Martin nach Hause zurückkehrt. Ich will, dass er bei den Wildgänsen bleibt. Aber... Und was ist, wenn uns die Menschen gefangen nehmen? Ich will nicht in einem Käfig leben. So wie Krümel. Wir Hausgänse leben nicht in einem Käfig. Wir sind frei wie alle anderen und leben draußen. Ich bin eine Wildgans. Was? Ich will das nicht noch einmal hören. Ihr seid die Kinder einer Hausgans. Ja, Papa. Eure Mutter ist zwar eine Wildgans. Ja, Papa. Ich hab's geahnt. Dieser Nils. Das ist Ermenrich. Acker von Käpt'n Kaiser! Der? Aus dem Weg! Ich habe es eilig! Guten Tag, verehrter Acker von Käpt'n Kaiser. Guten Tag, Ermenrich. Wie sieht es denn aus? Hat Nils sich schon entschieden? Will er nach Hause zurückkehren oder nicht? Nein, er kämpft noch mit sich. Aber das ist kein Wunder. Die Entscheidung ist sehr schwer. Ich habe Verständnis für ihn. Ich verstehe das Wichtelmännchen nicht. Wenn ich wüsste, dass mein Freund getötet werden soll, würde ich es auch nicht tun. Wie geht es seinen Eltern? Leider nicht allzu gut. Sie hatten viel Pech in diesem Jahr. Sehr viel sogar. Zu viel Regen und zu wenig Sonnenschein. Ach nein.
Die Kühe wurden krank und konnten deshalb keine Milch geben. Das hat sehr viel Geld gekostet. Es geht abwärts und abwärts. Du solltest das Haus sehen. Das Dach muss gedeckt werden und der Schornstein hat Risse. Er wird mir bald zu unsicher. Aber ich will sie nicht auch noch verlassen. Es reicht, dass das Wichtelmännchen ausgezogen ist. Das heißt, bei ihm zu Hause braucht man seine Hilfe. Das Pferd lahmt seit 3 Tagen. Es hat etwas im Huf, aber das weiß der Bauer nicht. Nils könnte es ihm erzählen. Vielleicht sollten wir ihm sagen, wie es bei ihm zu Hause steht. Vielleicht fällt ihm die Entscheidung dann etwas leichter, oder? Oder noch schwerer. Der Einzige, der jetzt wirklich helfen könnte, ist das Wichtelmännchen. Wenn ich dem doch nur meine Meinung sagen könnte, diesem starrsinnigen Dickkopf. Nils? Guten Tag, Nils. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt. Aha. Ich versuch's. Ich habe Ermanrich gebeten, hierher zu kommen, weil wir dir etwas zeigen wollen, Nils. Ich will nichts mehr gezeigt bekommen. Ich will auch nichts mehr hören. Ich will überhaupt nichts mehr. Weinen ändert nichts. Komm, steig lieber auf. Wo fliegen wir denn hin? Lass dich überraschen, aber du kannst dich auf Acker und mich verlassen. Da, wo wir mit dir hinwollen, wird's dir bestimmt gefallen. Nun komm schon. Ja. Wir fliegen hinauf zu den Sternen. Es sieht nur so aus. Ach du, du hast noch nicht einmal hingesehen. Wenn ich mich nicht täusche, ist das der Stein. Für mich sieht ein Stein aus wie der andere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. So, hier muss die Stelle sein. Hier kannst du graben, Nils. Wie denn? Ich habe keinen Spaten dabei. Du kannst doch ohne einen Spaten graben. Stell dich nicht so an, Nils. Es geht um einen Schatz. Los, mach schon. Ich kann's ja mal versuchen. Er liegt tief. Nils, kannst du nicht besser aufpassen, wo du den Sand hinschaufelst? Ich hab was gebissen. Das kann nur ein Krebs sein, Nils. Da liegt eine Muschel. Vielleicht geht's damit leichter. Wollen wir es nicht lieber an einer anderen Stelle versuchen? Nein, er liegt sehr tief. Das bestreite ich auch gar nicht. Aber vielleicht liegt er woanders sehr tief. Meinst du das? Mhm. Ich werd verrückt. Guck dir das an! Wir haben gefunden, was du gesucht hast. Da sind mehr Goldmünzen drin, als wir tragen können. Ich möchte zu gern wissen, wer diesen Schatz hier vergraben hat. Das ist doch ganz klar. Das waren die Piraten. Wer denn sonst? So etwas habe ich noch nie getroffen. Das kannst du auch nicht. Piraten gibt's nicht mehr. Mein Großvater wusste viele Geschichten. Piraten haben alles, was sie geraubt haben, auf Inseln vergraben. Was? Ich wundere mich doch sehr über dich, Acker. Was weißt denn du von Piraten? Ich habe nur diesen Schatz gefunden. Das Wort höre ich heute zum ersten Mal, aber so richtig verstanden, um was es geht, habe ich eigentlich nicht. Es muss sich wohl um Menschen gehandelt haben, die wie die Elstern alles, was glänzt und glitzert, geraubt haben. Ah, Nils, du hast den Schatz ausgegraben. Er gehört jetzt dir. Ich soll ihn behalten? Natürlich, wer denn sonst? Wir können nichts damit anfangen. Aber deine Eltern, die können das Gold sicherlich gut brauchen. Das schon. Aber ich sehe sie nicht mehr. Wer weiß, du kannst das Gold hier lassen und es dann später abholen. Es gibt kein später.
nicht an. Bitte grabe nicht wieder ein. Mach keinen Fehler, Nils. Es wird bestimmt bald alles wieder gut. Es bleibt nicht, wie es aussieht. Das kannst du mir glauben. Ich weiß genau, was ich tue. Es hat Stunden gedauert, bis wir ihn ausgegraben haben. Endlich! Was glaubst du, wie ich auf dich gewartet habe? Wo hast du dich rumgetrieben, Akka? Sag mir, wo er war. Das geht dich gar nichts an. Entschuldige, Akka, ich hab's nicht böse gemeint. Weißt du, was passiert ist? Ich habe Daunenfein gefragt und habe die Kinder gefragt und sie sind alle einverstanden. Nein! Was soll das heißen? Nein, ich sage die Wahrheit. Sie wollen alle mit mir nach Hause zurückkehren. Ja! Ja! Nils! Nils, warte! Bleib hier, Krümel! Aber wieso? Geh schlafen. Und du auch, Martin. Und hör endlich mit dem Gerede von zu Hause auf. Ach, Unsinn. Ihr hört's doch gerne, wenn ich von zu Hause erzähle. Halt den Schnabel und verschwinde. Du lieber Himmel. Geh ja schon. Weißt du, warum sich Akka mir gegenüber plötzlich so seltsam benimmt? Ausgerechnet ich soll das wissen. Ich bin doch nur ein kleiner, dummer Hamster, dem man nicht erklärt, worum es die ganze Zeit geht. Darf ich bei dir bleiben? Ich bringe es nicht fertig. Ich kann nicht zulassen, dass sie Martin töten. Nimm mich mit, Akka. Bitte, Akka. Bitte sag nicht nein. Überleg es dir nochmal. Ich habe es mir überlegt. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes getan, als es mir überlegt. Nils, wenn du nicht nach Hause zurückkehrst, dann wirst du immer so winzig klein bleiben, wie du bist. Das macht nichts, Akka. Der Sommer mit dir war wunderschön. Warum soll nicht alles so bleiben, wie es ist? In den letzten Wochen sind die Flügel unserer jungen Gänse kräftig geworden. Ich glaube, wir können jetzt den Flug über das große Meer wagen. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns heute noch einmal ausruhen und dann morgen aufbrechen. Von mir aus kann es ruhig schon heute losgehen. Ja, heute. Warum erst morgen? Esst euch lieber noch mal rundum satt. Das ist der beste Vorschlag, den ich heute gehört habe. Ich habe auch Hunger, Nils. Nein, Krümel, ich könnte heute keinen einzigen Bissen herunterbekommen. Ich glaube, wir beide sollten uns einmal ungestört miteinander unterhalten, Nils. Und ihr zwei lasst uns bitte allein. Ja, ist gut, Akka. Natürlich, Akka. Komm, Krümel, wir gehen. Wenn es sein muss. Immer wenn es spannend wird, werde ich weggeschickt. In meinem Kopf geht alles durcheinander, Akka. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Will das Wichtelmännchen denn wirklich, dass Martin geschlachtet wird, damit ich erlöst werde? Was? Genauso hat es das Wichtelmännchen bestimmt. Der weiße Gänserich muss rechtzeitig zum St. Martinstag zurückgebracht werden. Und dann erst wirst du von dem Fluch befreit. Aber das geht nicht. Das kann man doch nicht tun. Das ist gemein. Das Wichtelmännchen kann sich doch nicht wirklich einbilden, dass ich meinen besten Freund opfere. Tja, ich verstehe es auch nicht. Nils. Akka. So schlimm ist das alles nun auch wieder nicht. Immerhin habe ich ja dich und die Gänse. Und wenn du es erlaubst, dann möchte ich gern bei dir bleiben und mit dir wieder über das Meer fliegen. Gut, flieg mit, solange du willst. Danke. Ich werde auch immer alles tun, was du von mir verlangst. Und nie mehr heimlich fortlaufen. Du sollst dich nie mehr über mich ärgern müssen. Thank you.
auf. Nils, wach auf. Mitten in der Nacht? Ich möchte mit dir zu eurem Bauernhof fliegen, Nils. Du sollst ihn noch einmal sehen. Warum? Muss das sein? Ich finde das nicht sehr gut. Trotzdem, Nils. Du weißt, wir haben eine lange und weite Reise vor uns. Und ich halte es für gut, wenn du dein Zuhause wenigstens noch einmal siehst. Ja. Aber was ist mit Grüne und Martin Acker? Die bleiben hier. Ich erkläre den beiden dann morgen früh, warum wir uns heimlich fortgeschlichen haben. Gut. Ja. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Krümel. Den ganzen Sommer über waren wir zusammen und jetzt ist auf einmal alles vorbei. Du hast Geheimnisse vor mir. Bin ich denn nicht mehr dein Freund? Doch, natürlich. Dann nimm mich mit. Bitte, bitte, Nils. Na gut. Von hier aus müsst ihr beide leider zu Fuß weitergehen. Näher wage ich mich nicht an euer Haus heran. Dein Vater wird ganz bestimmt ein Gewehr haben. Mhm. Ich hab's mir oft heimlich von der Wand genommen. Ich fliege jetzt zu den anderen zurück und komme morgen früh wieder. Ja, ist gut. Gleich nach Sonnenaufgang warte ich hier auf dich. Nils, Augenblick noch. Ja, was ist denn? Du hast im vergangenen Sommer sehr viel gelernt, Nils. Ja? Du hast gesehen, wie groß das Land ist. Es macht den Menschen nichts aus, uns Vögeln ein paar Schären oder einige abgelegene Wälder zu überlassen, sodass wir Ruhe und Frieden finden können. Ja, Akka, ich habe verstanden, was du damit sagen willst. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du meine Botschaft den Menschen überbringen könntest. Ich versuch's. Na, was meinst du, wollen wir? Ja, los! Guck mal, es sieht so verlassen aus. Ja, das stimmt. Sie werden wohl schlafen. Wenn das nicht Nils Holgersson ist, hab ich dich endlich erwischt. Guten Tag, wie geht es dir? Machst du dich über mich lustig? Kommst einfach hierher und sagst guten Tag. Ist das eine Begrüßung für jemanden, der nach Hause kommt? Verschwindet! Nun lass dir doch erklären, Nils ist nicht mehr so, wie er war. Er hat sich sehr verändert. Ja, ich hab viel gelernt. Du bist einfach verschwunden und hast hier alles im Stich gelassen. Guck dich doch um. Alle Hemden sind verkauft. Was? Ist das wahr? Ist es meinen Eltern denn so schlecht gegangen? Das fragst du noch? Hast du keine Augen im Kopf? Schnell, Krümel. Bleib stehen. Nun komm schon her und reg dich nicht auf und lass vor allen Dingen den Jungen in Ruhe. Er tut dir nichts. Nils? Bist du nicht Nils Holgersson? Guleja! Ich möchte mich bei dir entschuldigen für all das, was ich früher getan habe. Ich mache dir nie mehr einen Knoten in den Schwanz. Was? Du entschuldigst dich bei mir? Das habe ich wirklich nicht erwartet. Sag mir die Wahrheit. Wie geht es Vater und Mutter? Ach, nicht allzu gut. Sieh nur, Majors ist verkauft worden und ohne sie ist es sehr einsam hier. Ach ja, deine Eltern haben nur Kummer und Unglück. Ja, wirklich? Meine armen Eltern, sie tun mir von ganzem Herzen leid. Erst Majros und jetzt auch noch das Pferd. Seit das krank geworden ist, ist es noch schlimmer. Was hat es denn? Weiß nicht, keine Ahnung. Mein armer Vater. Wie hat er nur den Pflug gezogen ohne Pferd? Wer hat ihm nur geholfen? Ich war ja nicht da, ich war unterwegs. Kannst du nur mit Kühen sprechen oder vielleicht auch mit Pferden? Mit Pferden auch. Dann ist es doch ganz einfach. Geh zu ihm und frag, was ihm fehlt. Es wird dir schon eine Antwort geben.
Krümel, Nils, Krümel! Die beiden sind tatsächlich verschwunden. Ich kann sie weit und breit nicht finden. Hat Nils sich verlaufen? Nein. Sag mal, hast du Acker heute Morgen schon gesehen? Nein, das stimmt. Sie ist auch nicht da. Vielleicht sind sie zusammen weggeflogen. Ohne uns Bescheid zu sagen, warum nur? Das passt irgendwie nicht zu Acker. Weißt du, was ich glaube? Sie sind zum Hof geflogen. Gunnar, bitte sag Acker Bescheid, dass ich mit meiner Familie zu meinem Bauernhof fliege. Ist es soweit? Ach, Martin, willst du es dir nicht noch einmal überlegen? Das habe ich schon. Ich möchte mich für alles, was du getan hast, bedanken. Vielen Dank. Das ist doch nicht nötig. Bitte vergiss uns nicht so schnell. Ich werde immer an euch denken. Martin, schade. Ich werde euch bestimmt sehr vermissen. Naja. Soll ich jetzt zum Abschied noch etwas singen? Nein, Smiley. Mein Freund. Leb wohl, leb wohl, leb wohl, leb wohl, leb wohl, auf Wiedersehen. Pass auf dich auf. Leb wohl, Siri. Auf Wiedersehen, Siri. Leb wohl, Daunenfein. Gustav. Worauf wartet ihr noch? Warum macht ihr nicht endlich, dass ihr fortkommt? Wir wollen dir auf Wiedersehen sagen und uns für alles bedanken. Nun geht schon. Warum quält ihr mich so? Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand auf Wiedersehen sagt. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Was ist das denn? Ich bin Nils Holgersson. Und ich bin Krümel. Ihr seid Nils und Krümel? Ich habe euch viel größer in Erinnerung. Was ist passiert? Haben dir die anderen das denn nicht erzählt? Ich bin verzaubert worden. Sie haben mir nur gesagt, dass du mit den Wildgänsen davongeflogen bist. Aber dass du so winzig bist, das konnte ich mir nicht vorstellen. Gunilla meint, dass ich dir helfen kann. Ach ja, dazu müsstest du versuchen, das Hufeisen abzulösen. Irgendwas Spitzes steckt drunter. Es ist so klein, dass es dein Vater nicht entdecken konnte, aber es schmerzt sehr. Das Eisen sitzt fest. Ich versuch's mal. Es kann aber sein, dass es wehtut. Ich versuch, die Nägel rauszuholen. Beiß die Zähne zusammen. So ein Mist. Abgebrochen. Natürlich, ich hinterlasse eine Nachricht. Ich verstehe nicht, was du da machst. Reine Zeitverschwendung. Davon verstehst du nichts, Krümel. Ich ritze eine Nachricht für meine Eltern in das Brett. Ach so. Das geht viel schwerer, als ich gedacht habe. Ich sehe erst nach dem Pferd. Dann komme ich frühstücken. Das ist Vaters Stimme. Warte, ich komme mit. Das ist Mutter. Schnell, sie dürfen mich hier nicht finden. Na, wie geht's dir denn heute? Geht's besser? Warum so aufgeregt? Was hast du denn? Hast du Hunger? Warte, ich füttere dich gleich. Es sieht heute jedenfalls besser aus als gestern. Ob wir es doch verkaufen? Verkaufen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Es hat uns so viele Jahre treu gedient. So schlecht kann es uns gar nicht gehen, dass wir das Pferd verkaufen. Nein, 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 es soll bei uns sein Gnadenbrot haben. Es ist doch besser so. Meine Eltern, Mutter und Vater. Ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Sieh mal hier, Holger. Was ist das? Ich weiß nicht. Etwas Spitzes steckt im Huf. Wo kommt das her? Wie eine Nachricht. Das hat anscheinend irgendjemand für uns aufgeschrieben. Wir lösen das Hufeisen ab. Ruhig. Halt still, ich will dir doch nur helfen. Das arme Tier. Kein Wunder, dass es lahmte. Das könnte Nils geschrieben haben.
Sag mal, fühlst du dich jetzt besser? Das kann man wohl sagen. Guck mal, wie ich wieder laufen kann. Jetzt muss ich nur noch zum Schmied. Ach, das freut mich. Jetzt hat es sich doch wenigstens für dich gelohnt, dass ich nach Hause gekommen bin. Was heißt wenigstens für mich? Und warum hast du dich vor deinen Eltern versteckt? Weil ich bleibe nicht. Ich werde mit den Wildgänsen wieder weiterziehen. Das ist sehr schwer zu verstehen. Sag's ihm doch, er kann's ruhig wissen. Das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls kann ich nie mehr ein richtiger Junge werden. Dann bleib doch so, wie du bist. Sollen sie etwa einen Sohn haben, der so winzig ist wie ein kleines Wichtelmännchen? Vielleicht ist es ihnen egal. Ich möchte nicht, dass sie mich so sehen. Ich will ihren Kummer nicht noch größer machen. Auch nicht. Ja, das verstehe ich. Vielleicht sind wir ja sogar noch vor Nils zu Hause. Der wird Augen machen. Martin war nicht vor Nils zu Hause. Und Nils geriet in helle Aufregung, als er Martin und seine Familie landen sah. Er wollte Martin noch warnen, aber es war schon zu spät. Und so fiel Martins Heimkehr, auf die der Gänserich sich so gefreut hatte, zuerst einmal ganz anders aus. Wir sind zu Hause. Seht euch das an, Kinder. Hier wurde ich geboren. Hier auf dem Hof bin ich aus dem Ei geschlüpft. Und das hier ist der kleine Tümpel, in dem ich das Schwimmen gelernt habe. Einfach wunderschön. Und das Gras. Oh, es schmeckt doch nirgendwo so gut wie zu Hause. Was ist denn mit euch los? Warum sagt ihr nichts? Gefällt es euch hier nicht? Ich weiß nicht. Mir ist gar nicht wohl bei dem Gedanken, so nah mit Menschen zusammenleben zu müssen, Martin. Daran gewöhnst du dich. Du siehst sie nur, wenn sie uns das Futter bringen. Es sind liebe, freundliche Leute. Hallo. Ist denn niemand zu Hause? Wo sind denn die Hühner? Wenn ich nur wüsste, wo die Hühner sind. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, na, endlich lässt sich hier jemand zur Begrüßung sehen. Wo versteckt ihr euch? Du bist es tatsächlich, Martin. Und genauso dick und rund wie früher. Sogar das Seil hast du noch um. Wer ist denn das? Hast du die mitgebracht? Ach ja, ich habe euch ja noch gar nicht bekannt gemacht. Stellt euch in einer Reihe auf. Ich möchte euch meinem besten Freund, dem Hahn, vorstellen. Der Weiße da ist mein Sohn. Das ist die Erstgeborene und die zwei kamen danach. Wie findest du sie? Sehr nett, ganz reizend. Wenn du jetzt nicht endlich rübergehst und es ihm sagst, dann ist es zu spät. Na schön, dann versuche ich eben mein Glück. Martin! Martin! Oh. Was sagst du bloß dazu, Holger? Das ist unser Gänserich. Er ist nicht allein. Es kommt mir beinahe so vor, als ob er eine ganze Familie mitgebracht hätte. Die Graue da ist eine Wildgans. Komm mit, die sehen wir uns mal an. Wir haben Nils Unrecht getan. Er hat ihn nicht gestohlen. Meinst du? Ja, wenn Nils ihn damals verkauft hätte, dann wäre er jetzt nicht mit einer ganzen Familie hier aufgetaucht. Man hört immer wieder davon, dass sich Hausgänse im Frühjahr den Wildgänsen anschließen. Oh, seht ihr, das sind die beiden, von denen ich euch erzählt habe. Das sind Nils Eltern. Martin! Du solltest dich wirklich schämen. Du stehst nur da und siehst zu. Sei still. Das ist der Augenblick, auf den ich gewartet habe. Du bist also wieder zurück, Martin. Oh, so eine hübsche kleine Gans. Und die da, sind das alles deine Kinder? Die drei sehen genau aus wie die Mutter. Und das Weiße wie du. Ihr hättet euch wirklich keinen besseren Tag aussuchen können. Morgen ist St. Martin. Als hätten sie es gewusst. Ruhig. Er ist schwer. Hunger kann er nicht gelitten haben. Jetzt ist alles aus und vorbei. Bitte, Krümel, sei still. Das ist der richtige Augenblick. Jetzt hilf dem Jungen. Nein, nein, nein. Ich will wissen, wie er sich entscheidet. Ich möchte mit meinen eigenen Augen sehen, ob er seinen Freund Martin in dieser Situation im Stich lässt oder ob er sich für ihn einsetzt. Ich muss wissen, ob er wirklich ein gutes Herz hat. Das arme Tier. Leicht fällt mir es nicht, aber wir brauchen das Geld. Was sagen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Sie werden ihn verkaufen. Oh nein! Ja, ja,
Daunenfein! 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 Nils, ich verstehe das nicht. Was geht hier vor? Warum hat man uns eingesperrt? Martin sagt, deine Eltern wären so nett. Habt keine Angst. Wir haben aber Angst. Lass uns doch raus, Nils, bitte. Daunenfein! Nils! Lass uns rein, Nils! Wir wollen frei sein! Martin! Nils, bleib hier! Nein, Nils! Bleib stehen, Junge! Ich bleib nicht stehen. Ich denke nicht dran. Vater, Mutter, tut ihm nichts, bitte! Vater! Mutter! Ihr dürft dem Gänserich nichts tun! Er ist doch mein Freund! Nils, bist du denn? Lass den Gänserich frei! Ihr dürft ihm nichts tun! Hast du das gehört? War das nicht deine Trillerpfeife? Vater! Mutter! Mach die Tür auf! Was ist das? Martin! Nils! Wo kommst du her? Mutter, ihr dürft ihm nichts tun. Vater, ich bitte dich, Martin ist mein Freund. Ich verstehe nicht. Wo bist du denn gewesen? Wo bist du nur die ganze Zeit gewesen? Du bist aber ein schönes Stück gewachsen. Ich? Gewachsen? Wieso? Was hast du, Nils? Das sind meine Hände. Und meine Arme. Willst du uns nicht erklären, worüber du dich so wunderst? Ich bin wieder groß. Der Zauber ist vorbei. Mhm. Nils. Mutter. Mein Junge, Gott sei Dank. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ach, Mutter. Na siehst du, ich hatte doch recht heute Morgen. Ich habe gesagt, es wird alles wieder gut werden. Ja, heute früh ist der Storch zurück aufs Dach gekommen. Vater, bitte versprich mir, dass du Martin nichts tust. Er hat mir so viel geholfen. Sag ja. Also gut, lass ihn ruhig nach draußen. Er kann so lange bei uns bleiben, wie er will. Danke, Vater. Komm, Martin. Daunenfein wird bestimmt sehr erleichtert sein. Unser Nils. Früher ist der Junge nie so nett mit Tieren umgegangen. Ja, wo ist er wohl die ganze Zeit gewesen? Er hat sich sehr verändert. Ja. Hula, 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 hula. Hast du ihm also doch verziehen, Wichtelmännchen. Das ist gut. Das muss ich gleich Acker erzählen. Sie wird sehr glücklich darüber sein. Das Seil brauchst du nicht mehr. Du kannst jetzt tun und lassen, was du willst, Martin. Martin, ich kann auf einmal nicht mehr verstehen, was du mir sagen möchtest. Ich muss es verlernt haben. Da bist du ja. Komm. Da staunst du, was, Krümelchen? So, und jetzt lassen wir Daunenfein raus. Erstaunlich, sehr erstaunlich. Ja, du wolltest es uns ja früher nie glauben. Dafür werden wir uns wohl bei Akka von Kebnekaise zu bedanken haben. Sie ist wirklich eine sehr gute Lehrerin. Sie war mir schon oft behilflich. Aber dass sie aus diesem Bösewicht einen so lieben Jungen macht, das habe ich nicht erwartet. Ich hole mein Gepäck. Ziehst du denn wieder bei uns ein? Natürlich ziehe ich hier bei uns ein. Kannst du mir vielleicht mal sagen, wo ich wohl sonst einziehen soll? In dem Haus scheint man ein bisschen Glück brauchen zu können. Ich werde mich der Sache annehmen. Leb wohl. Komm her, Martin, komm! Sieh dir mal unseren Jungen an. Was sagst du dazu? Das kann doch nicht Nils sein. Ich glaube, ich träume. Wer weiß, vielleicht hat er den Sommer über als Gänsejunge gearbeitet. Er wird uns schon noch alles erzählen. Was war er doch früher für ein ungezogener Junge? Es verging kein Tag, an dem er nicht irgendeinen Streich ausgeheckt hat. Aber das scheint vorbei zu sein. Wenn ich nur wüsste, wem wir das zu verdanken haben. Jetzt gefällt's Ihnen doch hier. Schläft er schon? Ja, wie ein Murmeltier. Da, sieh.
bitte tu mir den Gefallen und überbring den Menschen eine Botschaft. Das Land ist so groß. Was macht es den Menschen schon aus, uns Tieren etwas von diesem Land zu überlassen, sodass wir Ruhe und Frieden finden können? Ich warte hier auf dich, Nils. Gleich nach Sonnenaufgang. Akka! Guten Morgen, Akka. Hast du gut geschlafen? Akka, ich bin es, dein Nils Holgersson. Vor mir müsst ihr euch doch nicht fürchten. Akka! Ach so. Ich bin nicht mehr Ihr Freund. Ich bin jetzt nur noch ein Mensch, vor dem Sie Angst haben müssen. Langsam näher. Also gut, wenn ihr wollt, dann bleibe ich hier stehen. Der Zauber ist vorbei. Es ist alles wieder so wie früher. Das Wichtelmännchen hat mich erlöst. Es hat mir wohl verziehen. Ach du liebe, gute, alte Akka. Der Sommer mit euch war wunderschön. Ich glaube, ich werde wohl nie im Leben vergessen, was wir miteinander erlebt haben. Und ich gebe dir das Versprechen, dass ich immer an deine Botschaft denken werde. Sag allen Vögeln, die du unterwegs triffst, dass sie hier bei mir ein Zuhause haben. Wer immer von euch Hilfe braucht, soll zu mir kommen. Ich bin für euch da. Akka. Bitte schön von mir. Wenn ich doch nur noch einmal mit dir sprechen könnte. Ich muss dir noch so viel sagen. Leb wohl, Akka! Vielleicht besuche ich euch nächstes Jahr in Lappland.